Ein herzliches Willkommen Ihnen und euch allen zu unserer Samstagskundgebung hier auf dem Schlossplatz gegen die grässliche Stadtzerstörung. Wir fordern einen sofortigen Baustopp von Stuttgart 21. Liebe Mitbürgerinnen, Freundinnen und Freunde, danke, dass Sie und ihr alle da seid. Ich freue mich sehr, dass ich heute durch dieses interessante und ganz ungewöhnliche Programm führen darf. Wir können gespannt sein auf ganz besondere Beiträge. Als erstes spricht zu uns der Schriftsteller Heinrich Steinfest. Als zweiten Redner hören wir den Rechtsanwalt Dr. Eisenhard von Löper. Es geht um die Einzelheiten zu den beiden Bürgerbegehren Storno 21 und Leistungsrückbau S21. Die Unterschriften für diese beiden Bürgerbegehren werden von uns jetzt schon während der Demo gesammelt. Heute ist der offizielle Start der Unterschriftensammlung und schon gestern hat unsere Mahnwache mehr als 1000 Unterschriften gesammelt. Unterschreiben können alle mit Kommunalwahlrecht in Stuttgart. Das sind alle EU-Bürgerinnen und Bürger, deren Hauptwohnsitz seit mindestens 3 Monaten in Stuttgart ist und die mindestens 16 Jahre alt sind. Nach Eisenhard von Löper wieder ein Musikbeitrag von No Sports und dann der Kabarettist Arnulf Rating, den wir Älteren hier noch von den 3 Tornados kennen und wir Jüngeren hier aus Neues aus der Anstalt. Und dann haben wir die Ehre, den Kolumnisten und Stadtflaneur Joe Bauer zu hören. Und vor der Demo wieder No Sports. Die Demo geht zum Bahnhof und zur Mahnwache. Wir bringen unsere Freundinnen und Freunde sozusagen wieder zurück zum Bahnhof. Allen, die an der Vorbereitung dieser Demo mitgewirkt haben und die jetzt hier mitarbeiten, ein ganz großes Dankeschön. Es wäre klasse, wenn alle hier wieder so großzügig spenden wie immer, damit wir die Demo finanzieren können. Die Demo wird von den Parkschützern und Umkehrbar e.V. finanziert. Bitte spenden Sie nur in die gelben, verplombten Parkschützerdosen. Die sind gelb und haben eine grüne Faust drauf. Stuttgart 21 ist der größte technisch-wissenschaftliche Betrugsfall der deutschen Industriegeschichte. Die namhafte Wochenzeitung Die Zeit nannte S21 die größte Blamage in der deutschen Baugeschichte. Wie sollte man das denn sonst nennen als Betrug und Blamage, wenn zentrale Teile nicht planfestgestellt und die Finanzierungsfragen weiter offen sind, wenn nachgewiesen und amtlich ist, dass S21 weniger statt mehr Verkehr auf die Schiene bringen wird, wenn der Brandschutz nicht gewährleistet und nicht genehmigungsfähig ist. Fast könnte uns angesichts dieser mafiösen Strukturen die Spucke wegbleiben. Bleibt sie aber nicht. Wir behalten unsere Spucke und verstummen nicht. Freue ich mich jetzt ganz besonders auf unseren ersten Redner, in Wien aufgewachsen, seit vielen Jahren in Stuttgart, mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet, der Essayist und Schriftsteller Heinrich Steinfest. Ich bitte um eure geschätzte Aufmerksamkeit.